Kann ich dich kurz was fragen? Klar. Kannst du mir dein Auto leihen? Wofür? Ich muss was transportieren, was nicht auf mein Fahrrad passt. Was ist mit deinen Eltern oder Freunden? Ist eine Überraschung. Darf niemand erfahren. Fährst du mich vorher nach Hause? Würde ich gern machen. Aber ich kann nicht Auto fahren. Und wer fährt dann? Vielleicht ja du. Wenn es dir passt. Steig ein. Das könnte ein guter Trick sein, um Mädchen aufzureißen. Naja, man erzählt ihnen, man braucht ihr Auto, aber kann nicht fahren. Die Sache mit den Brettern würde ich weglassen. Zu anstrengend. Da stehen Mädchen nicht so drauf. Könnte natürlich auch ein Vorteil sein. Ein zweites Mädchen muss helfen. So kann man gleich zwei auf einmal aufreißen. Bist du eigentlich lesbisch? Warum? Weil du so viel übers Mädchen aufreißen redest. Ich versuche nur, die Dinge aus deiner Sicht zu sehen. Ich reiß aber keine Mädchen auf. Wo willst du hin? Ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber ich habe einen Platten. Ich meine, das Auto, das du manchmal leihst, hat einen Platten. Aber ich hab's eilig. Ist mir egal. Ist nur eine Schraube, die ich nicht aufkrieg. Also bitte komm her und versuch du's mal. Genießt du die Natur? Nein. Schlechte Laune? Wir sagen Lebwohl zu unserem Sohn und Mitschüler. Eine Blume, die nie hätte gepflanzt werden dürfen, kehrt zurück in die Erde. Ruhe in Frieden. Laut Statistik gelingt es 99 von 100 Leuten, die sich mit einem Gewehr in den Kopf schießen, dabei zu sterben. Einem nicht. Das bin ich. Ich dachte, du wärst tot! Nein. Mike ist 16. In dem Alter sind Jungs nun mal wild. Das Wichtigste ist, dass du ein Ziel vor Augen hast. Das hab ich. Und wenn du nur fest genug daran glaubst, dann wird Jesus das ebenfalls tun. Du hast einen Tumor. Wow. Entweder hat Jesus heutzutage nicht besonders viel zu tun, oder er ist einfach gottverdammt schnell. Leider hat sich das schon jemand ausgesucht. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich suche einen Kurs. Den für neuen Lebensmut? Woher weißt du das? Nur geraten. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist was mit meinem Gesicht? Nein, dein Gesicht ist okay. Aber du musst Haare schneiden. Was? Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht an mich. Ich bin Frank, dein Vater. Verschwinde aus meinem Haus. Schon weg. Vergiss ihn einfach. Manche haben einen Vater, manche nicht. Mike! Mach diese Operation! Mike! Aus dem Fenster springen kannst du dann immer noch. Und wohin fahren wir? Weg. Angenommen, jemand glaubt ganz fest an was, bekommt aber plötzlich Zweifel. Was soll er tun? Glaube an deinen eigenen Weg. Das ist der richtige. Was würdest du sagen, wenn ich sterben würde? Ich mag dich, Mike Tyson. Aber du hast eine Schraube locker. Das weißt du, oder? Klar. Genießt du die Natur? Nein.